Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen bei Truck World Driving School. Und zwar die Vorgeschichte für Truck World Australia. Ich will euch das mal kurz vorstellen. Ihr habt so ein paar Lektionen, also ist halt eine Fahrschule, ne? Und ihr habt ja halt ein paar Klamotten, die ihr machen müsst. Und wir machen es einfach. Wir springen jetzt einfach da rein. Kümmert euch nicht hier rum, eine Minute dafür, dann kriegst du alles volle Granate. Aber da musst du dich auch beeilen. Und jetzt gehen wir zum LKW und steigen ein. Mit E. Dann sind wir drin. Dann drücken wir P auf jeden Fall. P drücken wir jetzt, damit wir die Spiegel einstellen können. Ich zeige euch das. Ihr könnt oben, unten und ihr könnt die Spiegel einstellen. Ihr seht das. Ja? So, damit ihr Bescheid weiß. So, einmal dann den Sitz. Einmal rings. Einmal, damit das hier zeitlich auch mal funktioniert. Und einmal da auch. Da haben wir auch. Und die ganze Geschichte beenden wir wieder mit P. Dann gehen wir Kamerawechsel. Sieht so aus. Okay, dann wieder Blinker. Dann gehen wir wieder mit C in den LKW rein. Dann machen wir einmal, was haben wir gesagt? Einmal Komma. Da Blinker. Da Blinker. Und einmal Warnblinker. So. Genau, Licht einschalten mit L. Haben wir. Muss man den Warnblinker ausmachen. Und jetzt haben wir noch einmal R. Dings. Und einmal die Leertaste für die Bremsen. Gut. Muss man den Blinker ausmachen. So. Rückwärts fahren mit S und dafür gehen wir raus, weil sonst sehen wir es nicht. So, wir gehen mal, fahren mal ganz langsam rückwärts. Seht ihr das? Da seht ihr schon, da müssen wir aufsatteln. Und Rabummel. Okay. Bremse treten. Und dann. Okay, ich muss ja aussteigen. So, jetzt werden wir mal gucken. So, ihr seht ja hier, wir müssen erstmal die Stützen hochkurbeln. Mit E. So, dann gehen die Stützen hoch. Ihr seht das ganz von alleine. Habt ihr gesehen? Das kann man, glaube ich, lösen. Müssen wir aber jetzt nicht. Und einmal kurz Schläuche. So, zurück in den LKW. Mit E. Und achso. Bremse lösen. Ich fahre aber von außen, damit ihr das besser sehen könnt. Und um das zu beenden, drücken wir auf Lupe. Ja, ein Pünktchen. Toll. 1,43. Aber das macht ja nichts. Ich will ja nicht nach den Punkten. Ne? Dann machen wir jetzt mal die nächste Lektion. Das ist dann einparken, vorwärts einparken. Ah, okay, vorwärts einparken. Das heißt also nur vorwärts fahren. So, ich muss ja einsteigen. So, wir sind drin und wir fahren jetzt einfach mal zack. Starten. Fahren jetzt einfach mal los. Und hupen müssen wir auch noch. Ah, ich muss korrekt einparken. Und jetzt kann ich hupen. Ja, das ist. Also, ich kümmere mich darum nicht. Ne? Also, wenn du was rede ich da? Wenn die Pylonen um Ballastkiste, ne? Punkte weg. Gut. Rückwärts einparken. Na wunderbar, das ist ein Traum. Habe ich schon immer vorgehabt. Jetzt wieder hinlaufen. Denk dran, nicht auf der anderen Seite einsteigen. Wir sind in Australien, ne? Starten, Bremse losmachen, zack, und rückwärts. Mal dran denken, gut einparken. Ja. Ich wiederhole das nochmal. Entschuldigung. Ich habe nie aufgepasst. Ich wollte zu schnell sein. Aber dann schaffst du ja so ein bisschen. Mal. Starten, das Moped. Zack. Einmal in die Außenansicht und jetzt fahren wir rückwärts. Ah ja, ich hab vergessen, dass ich nicht geben. Okay, einfach. Steu. Habe ich jetzt Hu gesagt? Ich wollte Hu sagen. Naja, kann ja mal vorkommen. Gut. Vorwärts abbiegen und einparken. Ja, cool.
Das wird Spaß. Da einfach. Gut, mache ich. Ja, ich weiß, ich knall dann jetzt mal eben so weg hier. Ist ja eigentlich auch schon. Aber der lässt sich gut lenken, würde ich sagen. Ihr seht die Spuren am Boden, da kommt ein bisschen was orientiert. Und fertig. Yo! 39% Parkgenauigkeit. Ach, mir ist das ja egal, ich will es ja nur zeigen. Rückwärts! Hm. Ja, kann man ja mal machen, rückwärts. Geht auch. Man kann das auch durch den Spiegel, aber dann siehst du es. Also, ab in die Außensicht. Und jetzt parken wir mal rückwärts. Okay, rückwärts. Und 79%, ja, siehst du, geht doch. Ja, und das geht dann immer so weiter. Ne? Nächste Lektion, das sind glaube ich 17 Lektionen. Also, wir können ja einmal gucken. Nee, kann ich jetzt nicht gucken. Ach ja, ja, zum Steinbruch. Mach ich. Wir fahren aber in der Außenansicht, weil es besser aus. Also cool aus, ne? Wollen wir mal Licht an. Also Licht sieht schon geil aus, ne? Das Blinker hat der hinten auch einen Blinker. Warte, ich mach mal dies aus. Oder? So, wir blinken mal. Das ist egal, wir fallen in den Stein. Oh. Ja, also wie gesagt, das Spiel soll irgendwann mal rauskommen. Was ja cool ist. Ich glaube, dass da die Möglichkeit besteht, dass das wohl... ich meine, wenn man sich mal so umguckt, ne, geht ja jetzt nicht, also mir ist das jetzt egal, Zeit hier. Sieht schon geil aus. Ne? Ich fahre deswegen in der Außenansicht, damit wir das sehen. Hier der Auflieger, ihr seht ihn auch. Wir müssen mal aufsatteln. Und dann fahren wir hier unten hoch. Wow. Eben. Aber ist cool, macht Spaß. Der Steinbruch sieht ja geil aus. Und ja, muss man ja ganz ehrlich zugeben, dass der Steinbruch geil aussieht. Langsam fahren, damit der Wind auch rauskommt. So. Wie gesagt, ich will das Video nicht so lang machen. Boah, guck mal, der rutscht. Warte mal, da werde ich nicht rumkommen. Also wie gesagt, die Zeit interessiert mich. Ich will es euch ja nicht sagen. Jetzt geht's hier rum. So, da ist der Auflieger, den koppeln wir jetzt an. Oder wir satteln auf. Ja, warte. Wir bleiben da aussteigen. Da ist ja gut gekoppelt. So, warte, wir gucken mal. Das werden wir mal machen. Aber wie gesagt, ist ja eine Fahrspur, ne? Muss ich aufsatteln. Jo. Glückwunsch! Ja. Nächste Lektion. Und zwar aus dem Steinbruch an die Oberfläche. Na, machen wir doch auch. Aber wie gesagt, ich mach's aus der Außenperspektive. Ist der jetzt aufgesattelt? Ja, ja, sicher. Okay. Dann fahren wir wieder hoch. Und wie, ich will es euch, wie gesagt, nur zeigen. Also es hat. Das sieht geil aus. Das hat schon was. Bin mal gespannt, ob man, was man alles so für Aufträge machen muss. Das sieht schon gut aus. Aufpassen, dass wir hier im Projekt bleiben.
jetzt zum Beispiel. Da hake ich schon fest. Da ist schon vorbei. Und das ist ja nur noch Zeit. Wollen wir jetzt noch mal versuchen, ob wir da rumkommen? Naja, jetzt geht's. Aber man darf nicht so schnell fahren, weil sonst kommst du da nicht rum. Das war ein Fehler. Weil der rutscht ja über der Vorderachse. Aber wir wollen ja nur hochkommen. Punkte interessieren mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Weil ich will es euch nur zeigen. Quält sich aber ganz schön. Ja gut, wir haben einen Bagger. Quält sich aber ganz schön den Bärchen. Ich meine, er wird ja... wird ja garantiert nicht. Ich glaube, man darf auch gar nicht so sehen, dass er ein Konkurrent zum Eurotrax-Simulator ist. Das wird es nicht sein. Das ist so eine eigene Geschichte. Wie gesagt, ich mache ein kurzes Video davon. Das ist ja nur ein Vorstellungsvideo. Mal so. Anderen Missionen, die da noch gibt, die werde ich euch dann später zeigen. Ich wünsche nur, dass das nicht allzu lang wird. Das sieht schon geil, das sieht schon geil aus. Muss man da ganz gut zu. So langsam. So, einfach hängen. So, da müssen wir hin. So, wir sind wieder an der Oberfläche. Das ist wunderschön. Herzlichen Glückwunsch! Guck mal! Drei Sterne, ich werde verrückt. Wir gucken mal. Nächste Lektion. Oder wir gehen mal zur Liste der Lektion. Wir schauen nochmal. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt geht das mit vorwärts einparken und all so eine Geschichten. Komm, wir nehmen das noch mit. Ja, komm. Komm, den vorwärts einparken nehmen wir noch. Komm. Aber erstmal einen Schluck Kaffee, ne? Prost. So, dann parken wir vorwärts ein, das Moped. Einmal kurz. Rad. Starten. Handbremse los. Auf Sattel. Der Wurbel. So, einmal aussteigen. Dann werden wir das eben mal kurz. Zack. Anhängen. Zack. Rein ins Moped. Und los geht's. Das machst du vorwärts, dann machst du rückwärts. Weiter rein, weiter rein. Und dann haben wir. Und dann nehmen wir noch den nächsten mit. Dann rückwärts. Und für die nächsten Lektionen sage ich jetzt mal. Wir gucken uns dann nochmal die Liste an, was da noch alles so gibt. Gut. Ja, ist ja schon gut. Boah, ich wollte jetzt hier einsteigen, dann wäre verkehrt gewesen, glaube ich. Oh, zack. Außentemperatur, genau, Micha. So, auf Sattel. Klack. Mit F steigt ihr aus, ne? Würde ich nur sagen, wenn ihr in der Außentemperatur seid. Dann wieder E. Warte mal, ich mach mal eben kurz was. Ach nee, komm, ich mach mal eben, weil dann mach ich beim nächsten Mal, weil dann brauche ich ja nicht hier. Cursor. So, Quatsch. So, und rückwärts. Parken wir rückwärts ein. Los geht's. Parken. Thank you.
Aber jetzt. Goldsternchen gekriegt. Naja, komm, wir gehen auf die Liste. Also, wie gesagt, da sind ja noch ein paar. Wir haben jetzt rückwärts eingeparkt. Achso, da habe ich ja kein Sternchen gekriegt. So, das nächste wäre dann vorwärts abbiegen. Das sind dann 7, 8, 9. Ich habe jetzt gemacht. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gesagt? Ich habe, genau, 6 Stück gemacht. Dann haben wir noch 7, 8, 9, 10. Guck mal, das ist eine ganze Liste. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht irgendwann. Aber ich denke mal, das wird dann hier bis 13 gehen oder so. Naja, ist auch egal. 7 habe ich geschafft. Und ich würde mal sagen, schaut euch das an. Wenn ihr Bock habt, mache ich dann noch die nächsten. Und wir gucken mal. Also Leute, dann macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.